Gut, dann heißt hier also herzlich willkommen zu der Vorlesung von Photonistik an P2P-Networks. Das ist eher ein Seminar, wie Sie sehen werden, weil das andere Zielsetzung hat als sonst. Also normalerweise eine Vorlesung, die erzählt Ihnen die ganzen Hintergründe, irgendwelche Algorithmen, Protokolle werden vorgestellt und Grundlagen zu irgendeiner Netzwerkart. In dieser Vorlesung bzw. in diesem Seminar ist das Ziel ein bisschen anders. Und zwar ist das Ziel, dass Sie kennenlernen, wie wissenschaftlich gearbeitet wird anhand eines Themas aus diesen Netzwerkbereichen. Und das Ziel ist, dass Sie in diesem Seminar am Ende ein Paper schreiben und dabei lernen einmal, welche Elemente sollen in einem Paper enthalten sein, wie baut man ein Paper auf, wie motiviert man das richtig und auch inhaltlich, wie muss der Inhalt für ein Paper bereitgestellt werden, damit es quasi gute Chancen hat. Das heißt, wir werden verschiedene Themen haben, die individuell bearbeitet werden können. Und zu jedem Thema wird es einen Betreuer geben, also einer der Doktoranden wird sich Ihnen dann annehmen und mit Ihnen zusammen, also nicht mit Ihnen zusammen, aber Sie dabei unterstützen, dass Sie ein eigenes Paper schreiben. Dazu gibt es auch diesen Call für den Second Conference. Second, Sie sehen, Copy-Paste. Second Conference on Opportunistic and P2P Networks, der zufällig wieder hier in Düsseldorf stattfindet. Und das Ganze ist so gedacht, dass Sie quasi bis zum 9.7., da ist die Abgabe der Papers erforderlich, quasi dazu unter Anleitung eines Doktoranden eben ein Paper erstellen und dann zu der Prestigious Conference dann am 3.8. Dann Ihre Ergebnisse vorstellen. Der Ablauf wird so sein, also erstmal die ganzen Hintergründe. Es gibt natürlich die Webseite, Unterlagen werden auch in Elias bereitgestellt. Was wichtig ist, ist, wir nutzen auch, da es ja eine echte Konferenz ist, auch ein Conference Management Tool, in dem Sie, das wird einfach, also EasyChair wird von sehr vielen Konferenzen aktuell genutzt. Also auch die RTP Peer-to-Peer oder die ganzen sonstigen, also viele sonstige Konferenzen im Netzwerkbereich nutzen EasyChair und das erlaubt, das ist einfach eine Website, da können Sie Ihre Paper hochladen und auch als Reviewer agieren. Und das heißt, wenn wir diesen Zeitplan haben, da komme ich noch gleich dazu, werden Sie eben mit EasyChair zu tun haben und einige der Themen sind auch mit Perfect, sind mit dem Peer-to-Peer-Simulator, den wir nutzen, verbunden, andere mit Android. Und ich erzähle Ihnen aber gleich erstmal dazu. Hier ist erstmal nur die Linksammlung. Also erstmal, das ist ja so eine Art Seminar, ja. Das Ziel ist folgendes. Also wir haben heute den 20. April, ja. Das heißt, da wird erstmal vorgestellt, wie der ganze Ablauf ist, welche Themen es gibt und wie die Erwartung ist, auch vielleicht welche Erfahrungen wir bisher gemacht haben und warum das Ganze so toll ist. Wir besprechen vor allem auch die Themen, die es gibt, die zur individuellen Arbeit zur Verfügung stehen, zu denen es jeweils eben einen Doktoranden gibt, der sie dabei betreut, auch in den Anleitungen gibt, wie das Paper aufgebaut werden könnte, also einfach der als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Dann die nächsten zwei Termine wird es dann jeweils eine Einführung geben zum Thema Peer-to-Peer-Netze, für die, die noch nicht Peer-to-Peer-Systeme gehört haben, und zu dem Thema opportunistische Netzwerke, also zwei Termine. Letztlich. Und in dieser Zeit, also jetzt am 7. April bis zum 4. Mai, sind eben die zwei Termine, da kriegen Sie einen Crashkurs zu den ganzen Informationen zum ganzen Background, den Sie zur Bearbeitung oder zum Starten des Themas brauchen. Danach wird es in individuelle Arbeitsgruppen weitergehen, das heißt, jede Person hat dann sein Topic, hat sein Thema und seinen persönlichen Betreuer als Doktoranden, der ihn dabei unterstützt. Und dann haben Sie ungefähr 2 Monate Zeit, da komme ich noch gleich dazu, 2 Monate Zeit bis zum, also mal Juni, vom 4. Mai bis zum 9. Juli eigentlich, in dem Sie das Thema bearbeiten und ein Paper dazu schreiben. In der Zwischenzeit arbeiten Sie eben daran, also es gibt wöchentliche Treffen mit Ihrem Betreuer, Sie können natürlich E-Mails schreiben, es gibt ganz viele Unterstützung, damit Sie quasi das Inhaltliche zu Ihrem Paper gut meistern können und auch Unterstützung bekommen, wie so ein Paper aufgebaut werden soll. Dann, was der erste Deadline ist, am 2. Juli, da sollen Sie Ihr Abstract
schon mal bei EasyChair registrieren. Das heißt, damit Sie in dem System für die Konferenz erfasst sind. Das ist in der Wissenschaft sehr wichtig. Also wir hatten schon Konferenzen erlebt, da war unser Paper fertig, alles war super. Wir haben nur die Abstract-Deadline verpasst um einen Tag und dann waren wir raus. Also das ist wichtig. Dann sind Sie jedenfalls im System drin und Sie kriegen auch eine zweite Rolle, nicht nur als Paper-Autor, sondern Sie werden das ganze wissenschaftliche System mal kennenlernen, auch als Reviewer. Als Reviewer haben Sie dann hier zum ersten Mal die Rolle, Ihre Interessen mitzuteilen. Das heißt, Sie können die Paper, die hier registriert wurden, schon mal auswählen und sagen, daran habe ich ein Interesse, das zu lesen und zu bewerten, also zu begutachten. Und da können Sie schon mal Präferenzen festlegen. Am 9. Juli ist dann die Deadline für das eigentliche Paper. Um Mitternacht, deutsche Zeit. Da gibt es auch immer, also die Zeit muss man ja auch mal angeben. Und am nächsten Tag, dadurch, dass Sie auch als Reviewer aktiv sind, bekommen Sie dann 3 Seminarpaper zum Review, zum Begutachten. Ja, und dann können Sie quasi daraus auch schon mal lernen, wie man Feedback gibt, welche grundlegenden Sachen man vielleicht gut machen kann oder weniger gut machen kann, was so Leitlinien sind, um einfach bessere Paper zu schreiben. Okay, 10 Tage später reichen Sie die Reviews ein. Also bis dahin sollen Sie die Reviews einreichen und bekommen am nächsten Tag dann eben auch die Reviews zu Ihren Papern. Dann haben Sie wieder 10 Tage Zeit, um das Feedback zu berücksichtigen, also das Ihr Paper zu verbessern und dann wieder hochzuladen bis zum 30. Juli wieder Mitternacht. Und 3 Tage später findet dann die Konferenz statt, das heißt, in diesem Hörsaal 5G gibt es dann je nach Anzahl der Vorträge, die dauern jeweils eine halbe Stunde, Mittagessen haben wir noch. Aktuell haben wir 16 Anmeldungen, das heißt 8 Stunden brauchen eigentlich die Vorträge plus Mittagessen und so. Also daher wird es eine Blockveranstaltung. Okay, das ist so der Grundgedanke des Seminars. Das heißt, im Unterschied zu anderen Seminaren, die es vielleicht auch geben könnte, ist eben das Ziel, dass Sie erstmal lernen, wie wissenschaftliche Arbeit funktioniert, wie eine wissenschaftliche Publikation aussieht, wie sie aufgebaut sein soll, welche Struktur sie hat und wie man diese einzelnen Elemente eben gut gestaltet, was da die Kriterien dafür sind, wie schreibt man ein gutes wissenschaftliches, eine gute wissenschaftliche Arbeit in so einem Paper. Am Ende gibt es, also das einzureichende Paper hat 6 Seiten, die sind 2 Spaltenformat, das ist ganz populär, also das ist dieses IEEE-Format, das Template dazu ist online. Okay, das ist also Schritt Nummer 1, dass man diese wissenschaftliche Arbeitsweise lernt. Was wird dabei Schritt Nummer 2 ist, dass man auch lernt, wie man Gutachten schreibt und wie man auf was man achtet und wie man das formuliert auch und wie man anderen Wissenschaftlern hilft, Feedback also ihre Arbeiten zu verbessern. Das heißt, dass es weniger darum geht zu sagen, ich finde das schlecht, sondern so und so kann man es besser machen, so und so kann man die Arbeit verbessern. Das und das sollte noch gemacht werden, um die Qualität zu erhöhen. Also das heißt, einmal das Schreiben des eigenen Papers wird bewertet. Wie gut haben Sie das Ganze dargestellt, was Sie gemacht haben in 2 Monaten? Also, und wie klar es da aus dem Paper herauskommt, wie Sie gearbeitet haben. Ich komme gleich nochmal dazu, welche Elemente so ein Paper haben muss. Aber das sind so die, oder nehme ich jetzt erstmal vorweg. Also das, was so ein Paper letztlich haben muss, ist irgendein Mehrwert für andere, dass es lesenswert macht. Das heißt, entweder eine neue Lösung, ganz allgemein eine neue Erkenntnis, die Sie gut beschreiben und nachvollziehbar machen. Diese neue Erkenntnis besteht entweder daraus, dass Sie eine neue Lösung gestalten, natürlich in einem Kontext, der in diesem Zeitrahmen machbar ist. Also wir geben jetzt nicht Themen heraus, die in diesen 2 Monaten, die Sie eigentlich arbeiten können, nicht machbar sind, sondern oft ist es so, dass schon ein bestehender Code da ist, auf den Sie aufsetzen und dann ist die Frage, wie kann man den so modifizieren oder eine kleine Veränderung so erzeugen, dass gewisse Funktionalität rauskommt. Wir werden sehen, was da alles gibt. Das heißt, entweder so eine neue Erkenntnis durch eine neue Lösung oder dass man irgendein Verhalten, das es in der Natur gibt, zum Beispiel irgendwelche
Netzwerke oder wir werden auch das Thema haben, zum Beispiel Bluetooth-Kommunikationsfähigkeiten in Smartphones. Wie gut sind die eigentlich? Also welche Reichweiten gibt es? Wie hat vielleicht Wetter darauf Einfluss? Was machen wir, wenn wir mehr Geräte haben? Also wie gut ist die Bluetooth-Qualität in Android-Geräten? Und dazu eine Erkenntnis, wenn man das dokumentiert, gut dokumentiert und klar nachvollziehbar aufschreibt, sodass sowohl die Lösung nachvollziehbar ist, als auch die Bewertung davon, also die Evaluation. Oder so eine Messung, sofern sie gut nachvollziehbar und zusammen und stimmig ist, dann ist es gut. Und das Ganze muss man noch gut verpacken, eben, dass es auch interessant zu lesen ist und der Leser genau weiß, was sie da gemacht haben und welchen neuen Erkenntnisgewinn es gibt und was es vielleicht noch unbekannt ist. Der zweite Aspekt, der bewertet wird, ist die Review-Qualität. Also, wie gut geben sie Feedback, wie gut helfen sie anderen, ihre Arbeit zu verbessern. Das kann natürlich auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Einmal kann man auf sprachliche Sachen hinweisen, man kann auch zum Thema Feedback geben, dass diese und jene Frage offen geblieben ist in der Darstellung und das sollte man noch diskutieren. Man kann es gibt verschiedene Arten, auf verschiedenen Ebenen kann man Feedback geben und das fließt auch mit hinein. Die Präsentation selbst ist ein bisschen schwer zu bewerten, deshalb steht das hier zwar da, aber sollten natürlich auch versuchen, ihr Paper, das sie dann in 25 Minuten vortragen sollen, möglichst inhaltlich so rüberzubringen, dass es für jeden klar wird, was gemacht wurde und was die neue Erkenntnis ist. Okay, das heißt, im Gegensatz zu anderen Seminaren, wo es vielleicht darum geht, bestehende Sachen zu analysieren oder bestehendes zusammenzufassen, ist es hier wirklich das Ziel, dass Sie Schritt für Schritt diese ganzen Abschnitte einer wissenschaftlichen Arbeit mal durchleben und wissen, wie es funktioniert und worauf man achten kann. Und das alles in einem kontrollierten Umfeld, wo Sie eben dann persönliche Betreuung haben durch Ihren Doktoranden und im zeitlichen Rahmen, sodass diese Themen, die hier gegeben sind, auch alles gut machbar sind. Und wo wir wissen, dass das kann man wirklich in der Zeit gut machen, in dem Umfang, der für diesen Semesterwochenstundenanzahl entspricht. Achso, und neben diesen drei erst initialen Vorlesungen, also heute und die nächsten 2 Wochen, wird es auch sonst. Es gibt noch eine vierte Vorlesung, wo es mehr darum geht, wie man stilistisch so ein Paper aufbaut, wie man so eine Evaluation aufbaut, wo all diese wissenschaftlichen Arbeitsweisen nochmal oder Darstellungsweisen nochmal diskutiert werden. Bis auf diese vier Vorlesungen gibt es auch keine anderen. Also es wird dann weiter wirklich ausschließlich über diese individuellen Treffen mit den Doktoranden gehen. Und wir würden uns dann nur zum Ende der Blockveranstaltung dann wiedersehen. Okay, also nochmal hier ein bisschen aufgeschlüsselt, weil es gab natürlich immer Fälle, die das dann erfordert haben, dass wir das nochmal klarstellen. Also, Sie haben ja mehrstufigen Prozess von Abgaben. Sie haben eine erste Version, die dann gereviewt wird. Die ist schon relevant. Also, also da sollten Sie sich schon für Mühe geben und denken, das ist das Beste, was ich selbst von meinem Wissensstand her darstellen kann. Und es ist nicht nur ein Entwurf, der wird sowieso noch kommentiert und das hatten wir auch mal. Also deshalb betone ich es jetzt nur mal. Also geben Sie die erste Version noch schon so ab, sodass Sie meinen, das ist die Version, von der Sie meinen, das ist sehr gut. Dann kommt ja das Feedback hinzu und das werden Sie in der Final Version bewerten. Die Punkte habe ich genannt. Redundant. Okay. Presentation Quality, das muss ich auch nochmal betonen, weil da hatten wir auch mal ab und zu Fälle. Achten Sie auf die Zeit. Also Sie haben dann 25 Minuten und idealerweise sollte man da fertig sein. Und versuchen Sie möglichst das Wichtigste in diese Zeit reinzukriegen. Man kann manchmal nicht alles darstellen, da muss man halt eben einen Schwerpunkt setzen, aber die Zeit sollte genauso eingehalten werden, wie eine gute Qualität der Inhalte da sein. Okay, good examples, das wollte ich Ihnen jetzt mal zeigen. Und zwar, deshalb habe ich jetzt auch die Folie da, muss mal kurz überlegen, weil ich habe mein Betriebssystem nicht runtergefahren, das andere, und ich kann Ihnen das Paper nicht zeigen, oder? Nee, ich erzähle Ihnen mal was dazu. Und zwar Good Example Nummer 1. Ich beginne mit Good Example Nummer 2. Und zwar hatten wir das letzte Mal, gab es die Konferenz schon in 2005, also nee, genau, die erste Konferenz zur Opportunistic and Peer-to-Peer Networking, die war 2015. Und eins der Themen dazu war Analysis and Buffer Management Policies for Opportunistic Networks. Der Grundgedanke ist eigentlich ganz nett. Nehmen Sie mal an, also Sie haben irgendein Netzwerk gegeben. Ich werde jetzt heute etwas mehr malen. Nehmen Sie an, Sie haben irgendein Netzwerk gegeben
Und das heißt, sie haben einen Knoten, der hat irgendwelche Nachbarn. Anders. Wir kommen noch gleich dazu, was Opportunistic Networks sind, aber ich will Sie einfach nur ein bisschen motivieren, warum es sinnvoll ist, warum dieses Seminar so nett ist. Also in opportunistischen Netzwerken ist oft das Problem, dass man keinen Nachbarn hat. Also man läuft herum mit seinem Smartphone, man hat eine Kommunikationsmöglichkeit, man hat Wi-Fi, man kann kommunizieren, aber ist keiner da. Plötzlich kommt da einer daher und man ist in der Reichweite voneinander, also man hat eine Kommunikationsopportunität. Und nun kann man Nachrichten übertragen. Ja? Und diese Nachrichten, die sind hier in der Queue und da gibt es halt verschiedene. Und jedes dieser Nachrichten hat fünf verschiedene Informationen. Einmal die Größe der Nachricht, dann Arrival Time, also wann kam die Nachricht bei mir selbst in meine Queue rein. Jede Nachricht hat noch eine Time to Live, also das ist jetzt wirklich eine echte Zeit. Also wie lange soll es die Nachricht noch in dem Netzwerk vorhanden sein? Dann wird noch gemessen, wie viele Hops, also wie viele vorige Knoten hat die Nachricht schon besucht, der Hop-Count. Und es gab den Replication-Counter. Das bedeutet, wie vielen anderen Knoten habe ich diese Nachricht schon gegeben. Also der Hop-Count kann ja sein, dass der 5 war, das heißt über 5 Knoten kam diese Nachricht zu mir. Und ich habe sie bisher schon 3 anderen Knoten gegeben. Ja, diese Information hat jede Nachricht. Und nun ist die Frage, wenn ich jetzt so einen Knoten jetzt treffe, welche dieser Nachrichten, die ich hier in meiner Queue habe, gebe ich ihm? Und man kann diese 5 Informationen entweder nach dem Min priorisieren, also zum Beispiel Min Size, dann wähle ich die Nachricht mit der kleinsten Größe oder Min Hop Count, die mit dem kleinsten Hop Count, oder maximieren. Ja. Und in Summe haben Sie, wenn Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also 10 Optionen, wie Sie die Nachrichten priorisieren. Ja? Da kam noch random hinzu. 11. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit zu schauen, welche Nachricht schicke ich weiter. 11 Optionen. Und wenn mein Puffer voll ist, welche werfe ich weg? Auch wieder 11 Optionen. Das heißt, wenn man alle 11 Optionen zum Weiterleiten multipliziert mit allen 11 Optionen eine Nachricht weiter zu verwerfen. Wenn der Puffer voll ist, hat man 121 Möglichkeiten und man hat sich hier angeschaut, was ist das Ergebnis, wenn wir diese verschiedenen Strategien anwenden. Das heißt, man hat vielleicht ausgewählt, ich leite die Nachricht weiter mit dem höchsten Time to Live und ich verwerfe die Nachricht mit dem kleinsten Arrival Time. Egal, also das ist eine der 121 Möglichkeiten. Und das war die Seminararbeit. Also es gab einen Simulator, der hat das ganze Routing, die ganze Weiterleitung schon umgesetzt. Im Simulator war da nur eine Strategie bisher implementiert gewesen. Da wurde dann so ein If-Clause aufgeführt, 100, also die ganzen Kombinationen da reinkodiert und ganz viele Simulationen laufen lassen. Dazu das Paper mit schönen Tabellen geschrieben. Und das war die Einreichung. 8 Seiten hatte die, glaube ich. Also man kann natürlich auch mehr schreiben, wenn man will. Und die war dann so gut, die dachten, das ist echt sehr nett. Deshalb haben wir die mal eingereicht, auch auf der echten Konferenz, International Conference on Computer Communications, ICCC, wurde aber abgelehnt. Ja, dann hatten wir, das war am Ende 2015, haben wir die eingereicht, also ungefähr 4 Monate danach, nach dem Seminar, wurde abgelehnt. Wir haben Feedback behalten, der Student hat das dann noch berücksichtigt in seinem Paper, der hat ja schon die Erfahrung gemacht, wie man mit Reviews umgeht, was man berücksichtigen kann. Dann haben wir es dann hier eingereicht in Hawaii auf der International Conference on Communication and Networks. Wurde wieder abgelehnt. Dann hat er wieder sein Feedback eingebaut, dann kam aber die E-Mail, wir können es aber auf dem Workshop, der damit co-located ist, also auch in Hawaii stattfindet, annehmen lassen. Wollen wir das machen? Wollen wir es auf dem Workshop und nicht auf der Konferenz? Und dann haben wir ja gesagt und dann ist er hingefahren und hat es vorgestellt, auf unsere Kosten. Und das finde ich ganz nett, weil es eben eine gute Möglichkeit ist, quasi, dass Sie mal erfahren, wie die Arbeitsweise ist, wie man da wirklich ein Paper schreibt, zu einem interessanten Thema, das auch von der Community gewertschätzt wird, wo auch ein Bedarf dafür da ist. Und dann bin ich auch dafür, dass Sie dann halt auch das selber dann vorstellen und einreichen und eben das Ergebnis von dem Ergebnis profitieren. Das andere Beispiel, das wir haben, ist Chunkswarm. Das
muss ich sagen, ist natürlich ist auch ein bisschen stärker. Also das war auch ein interessantes Thema. Also das war jetzt eben opportunistische Netzwerke und jetzt geht es um Peer-to-Peer-Netze. Da ist die Grundidee, dass man Video-Streaming anders, ich beginne anders. Also mittlerweile kann man auch Browser-Instanzen miteinander vernetzen. Also es gibt die Technologie WebRTC, wurde mit HTML5 eingeführt. Und mit WebRTC lassen sich Browser-Instanzen miteinander vernetzen. Und wenn Sie jetzt einen Videostream schauen, ist der Grundgedanke, dass sich die zuschauenden Browser-Instanzen, also diese Tabs, untereinander bekannt machen und sich gegenseitig den Stream zuschicken und der initiale Videostreamer dann nicht mehr die volle Bandbreite für jeden einzelnen Zuschauer braucht, sondern nur einen Bruchteil, weil sich die Zuschauer gegenseitig bedienen. Genau, dazu hat er dann auch dieses Paper geschrieben, war auch ganz gut, also gut gemacht, haben wir auch erstmal eingereicht. In Las Vegas wurde abgelehnt und im zweiten Anlauf dann in St. Petersburg dann angenommen und dann ist der Christopher da auch eben dorthin gefahren, hat es vorgestellt und das war nett. Also das ist einfach eine Win-Win-Situation für alle, weil man einfach andere Skills lernt als nur reine Algorithmen und Protokolle, sondern auch diesen ganzen Prozess, der für die wissenschaftliche Arbeitsweise nötig ist. Genau, ein Info zu diesem Acceptance Rate. Also wie kommt man dazu, wo das Paper dann letztlich angenommen wird oder wo man gute Chancen hat. Da gibt es ganz interessante Seiten zu Acceptance Rate für Networking Conferences, also für unsere Domäne. Kann man sich anschauen, dass diese ICCCN eben eine Annahmequote hat von 25 bis 30%. Und das ist dann immer so ein Einschätzen, wie gut ist das Paper im Vergleich zu anderen Papern in diesem Bereich. Für 25 bis 30% hat es nicht geklappt, Annahmequote, aber für 35% war das okay. Und diese Qualität 15 bis sagen wir 20%, da war dieses Paper nicht gut genug, aber für 25 bis 30% war es gut genug. Also es ist ein bisschen erfahrungswert, wo die Einreichung des Papers am erfolgsversprechendsten ist. Genau, also das ist einfach eine Motivation, warum dieses Seminar einfach ein bisschen darüber hinausgeht, was andere Seminare so machen oder Vorlesungen und weshalb sie davon auch über das Studium hinaus profitieren. Okay. Jetzt zum wieder organisatorischen. Was wird eigentlich erwartet? Also dieses Template für das Paper liegt als Tech vor, also LaTeX-Template vor. Da können Sie nutzen, was Sie wollen. Also ich empfehle eigentlich Kyle. Warum steht es nicht dabei? Tech Live? Ah ja, da, genau, ist ja der Editor und Sander ist ja das Environment. Egal. Also Hauptsache, Sie können damit PDFs erzeugen und diese dann einreichen. Als LaTeX, also kennen sich alle damit schon aus, haben sie damit schon was geschrieben? Nee, dann ist es eine gute Gelegenheit, das zu lernen, weil sie einfach eine gute standardisierte Umgebung haben und gerade so ein Paper hat oft nur Standardelemente. Also sie haben dieses Zwei-Spalten-Template gegeben, sie werden dann lernen, wie sie Bilder einbauen und Tabellen und das, was man für Paper normalerweise braucht. Und das ist gar nicht so viel. Also Bilder, Tabellen, vielleicht so ein Pseudocode. Das ist eine gute Gelegenheit, das erstmal kennenzulernen. Es sind alles nur Empfehlungen. Also Sie können natürlich, wenn Sie damit schon mal gearbeitet haben, nutzen, was Sie wollen. Ich empfehle einen normalen Texteditor für Bibliography-Editing, also Kyle und was auch immer. Aber jedenfalls, wenn Sie damit umgehen können, ist es wichtig. Das ist es richtig. Also am Ende zählt ja eigentlich nur, dass die Qualität, die herauskommt, passt. Dass sie die Elemente eben erfüllt, die es für ein gutes Paper braucht. Und da ist es nicht wichtig, womit Sie das geschrieben haben, sondern dass es am Ende eben gut ist. Noch eine kurze Aussicht auf EasyChair, habe ich ja genannt. EasyChair ist dieses Paper-Management oder Review-Management-System. Das nutzen wirklich viele Konferenzen. Also es gibt eigentlich nur zwei, glaube ich, zwei Plattformen, die hauptsächlich genutzt werden. EasyChair und weiß ich gar nicht, wie es weiter heißt. Jedenfalls, das ist eins der populärsten und das hat auch so eine freie Lizenz für Lehrzwecke, die wir jetzt nutzen. Und dann sieht das dann eben so aus: Sie müssen sich hier oben anmelden. Click here to login steht da. Oder genau, und wenn Sie diese Webseite eben aufrufen, dann können Sie, das ist jetzt meine Sicht, da habe ich etwas mehr Rechte, aber Sie können dann ein Paper erstellen, also ein Paper registrieren. Sie geben Ihren Autornamen ein, Sie geben den Abstract ein, dann ist es erstmal registriert und im zweiten Schritt können Sie ein Paper hochladen und dann sind Sie im System.
Und in diesem System können Sie auch die ganzen, also haben Sie verschiedene Rollen. Einmal die Rolle als, Sie können die Rolle einwählen zum Paper hochladen. Dann als Reviewer können Sie für Paper bidden, also stimmen, also dass Sie eben ein Interesse daran haben. Und natürlich die Paper, auf die Paper zugreifen, die Sie bewerten sollen und eben diese Bewertung dann auch online ausführen. Oft ist empfehlenswert, dass Sie das Gutachten einfach in so einer normalen Textdatei vorab schreiben und dann hochladen. Dann ärgert man sich nicht, wenn man zufällig die Webseite neu lädt und alles ist weg. Das würde ich so mal empfehlen. Noch ein Hinweis zu dem Gutachten. Also, wenn Sie da ein Gutachten schreiben und der Inhalt, also der Inhalt Ihres Gutachtens fließt nicht in die Bewertung ein. Also es wird, ich schaue mir nicht durch, aha, Sie haben jetzt diesem Paper jetzt eine super Gutachtung gegeben, das heißt, das wird super, der Autor kriegt eine super Note, sondern es wird wirklich, wir beurteilen die Paper und wir beurteilen ihre Review-Qualität. Also wie sie reviewen, aber nicht wie ein Paper von Ihnen gereviewt wurde. Also da können Sie dann also ruhig kreativ sein und nicht, also nicht kreativ, sondern konstruktiv sein und nicht der falschen Idee unterliegen, dass wenn Sie jetzt diese Schwäche benennen, dann wird das Paper abgestuft und er kriegt eine schlechtere Note. Nee, also es ist eher besser, all die Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten zu benennen, dann profitieren beide Seiten davon und das wird auch honoriert. Okay, melden Sie sich dazu bitte an, genau, also bei EasyChair an. Ich werde die E-Mail-Adresse wählen, die bei Ihnen im Elias oder in diesem, wo sind Sie denn, in welchem System erfasst, HIS-LSF, mit der Sie da erfasst sind, die werde ich verwenden, um Sie dann einzuladen als Reviewer. Ja, und bitte, wenn Sie sich dann eben registrieren, dann nutzen Sie auch diese E-Mail-Adresse, weil dann sind Sie in dem System drin und ich lade auch die richtige Person ein und nicht, dass Sie da mit zwei Accounts unterwegs sind. Sie werden, wie gesagt, diese zwei Rollen haben, einmal Autor und einmal Program Committee Member. Das sind die Reviews durchführen. Und sobald Sie Ihr Review erstellt haben, werden Sie, glaube ich, auch die Reviews der anderen sehen können. Aber das ist eigentlich gar nicht so interessant. Also wichtig für Sie, das Wichtige ist ja, dass Sie als Autor einen guten Job machen und als Reviewer Ihres Papers, dass Ihrer drei Paper, die Ihnen zugewiesen wurden, dass Sie da auch einen guten Job machen. Genau, und das wird eben der vierte. Also, ich habe ja gesagt, es gibt vier Vorlesungstermine, also der heute, nächste Woche. Muss ich kurz überlegen. Was habe ich mir denn überlegt? Entweder Peer-to-Peer oder opportunistisches Netzwerk. Ich musste mal schauen, welche Reihenfolge. Und der vierte Termin wird sein, eben, wie schreibe ich ein gutes Paper, was da wichtig, wie schreibe ich ein gutes Review, was da wichtig. Und wenn Sie das berücksichtigen, dann ist eigentlich alles gut. Okay, Ihre verschiedenen Rollen, die Sie da haben. Genau, wenn Sie sich registrieren, dann schauen Sie natürlich, dass Sie sich in der richtigen Konferenz registrieren. Sie können, wenn Sie Ihr Paper registriert, also angemeldet haben, Ihr Paper registriert haben, das auch jederzeit bis zur Deadline auch updaten, den Titel, Ihren Abstract, das können immer neue Dateien hochladen. Sobald Sie den Abstract angelegt haben, können Sie auch schon die Datei hochladen. Also Sie können all die Aktionen ausführen, so oft Sie wollen, bis eben die Deadline ist und dann wird am damit dann die Funktionalität gestoppt. Also Sie haben jederzeit die Möglichkeit, neue Versionen des Papers hochzuladen. Das ist auch immer empfehlenswert, weil es ist ungünstig, wenn Sie auf den letzten Drücker quasi ein Paper hochladen und dann gibt es einen technischen Defekt und dann stellt sich heraus, ach, das und das hätte man noch berücksichtigen sollen. Also laden Sie ruhig schon unfertige, halbfertige Versionen hoch. Sie können es immer weiter updaten bis zur Deadline. Okay. Hier nochmal die Zeitleiste, das, was vorher schon stand. Also ab heute quasi mit dem, nee, nicht ab heute. Heute besprechen wir ja noch die Themen. Am 4. Mai stehen die Themen fest. Dann haben Sie 2 Monate Zeit, um daran zu arbeiten, im wöchentlichen Austausch mit den Doktoranden. Am 2. Juli dann bitte die Abstract registrieren und anfangen, als Reviewer dann dafür zu bieten, welches Thema Sie wollen. Dann haben Sie, genau. Sie können die Präferenzen festlegen, Sie können natürlich Präferenz für mehr Paper festlegen. Das ist einfach ein automatisches Matching, dass die Themen eher also die Paper eher den Personen zugeordnet werden, die auch ein Interesse daran haben. Also das geschieht dann automatisch.
Okay. Am 9. Juli soll das Paper dann hochgeladen werden. Also wir bekommen auch die Paper zum Reviewen. Am 20. Am 19. sollen die Reviews einreichen. Am nächsten Tag kriegen sie dann so ihre Reviews und können das berücksichtigen bis zum 30. und dann auch alles bis dahin final hochladen. Okay. Das war also die Rolle als Autor, die Rolle als Reviewer. Dadurch, dass sie sich mit der E-Mail-Adresse registrieren, die in His LFS steht, werde ich Sie einladen, unter dieser E-Mail-Adresse bitte Program Committee Member zu werden. Es wäre schön, wenn Sie diese Einladung annehmen. Bei den Paper-Bidding kann sich aussuchen, da werden Ihnen dann quasi die abgegebenen Paper dargestellt. Und Sie können angeben, yes, maybe, no conflict. Konflikt ist schwierig, weil vielleicht haben Sie alle Konflikte miteinander. Das heißt Interessensüberschneidung, Sie kennen sich persönlich. Also sollten Sie yes, maybe, no mehr Themen, also inhaltsbasiert auswählen. Genau, dann gibt es ein automatisches Matching durch das System, das möglichst alle Präferenzen berücksichtigt. Und das ist halt, naja, mal gucken. Also ich habe da keinen Einfluss drauf und das versucht alle möglichst glücklich zu machen. Okay. Gut. Als Reviewer haben Sie diese Zeiten, genau am 10. Juli bekommen Sie die Paper zugewiesen. In der Woche zuvor haben Sie für die Paper gestimmt, die Sie gerne lesen wollen. Dann gibt es ja einen Screenshot. Nein, gibt es keinen Screenshot. Also ist ein bisschen kompliziert manchmal zu finden. Review, Smile Papers, Ad Review. Dann können Sie das anstellen. Immer empfehlenswert, das extern erstmal zu erstellen in der Textdatei und das dann hochzuladen. Die Review Kriterien, die es da geben wird, das sind so fünf Abschnitte. Das ist einmal so eine Zusammenfassung in eigenen Worten, um was geht es denn im Paper. Dann Stärken, also was ist sehr gut gemacht worden, was ist also hervorhebenswert, was sind die Schwächen, das ist der dritte Punkt. Und dann das ganze Feedback, also was, oft geht man dann Kapitel für Kapitel durch und sagt, welche Fragen offen geblieben sind, was inhaltlich vielleicht zu kommentieren ist und der fünfte Abschnitt ist dann sowas wie Kleinigkeiten, also Rechtschreibfehler, also all das, was weniger inhaltlich ist als mehr von der Form. Okay, und dann am 19. Juli ist dann die Abgabe eben der Reviews, die Sie dann am nächsten Tag dann bekommen. Und genau, Sie können auch jederzeit die Review, glaube ich, verbessern oder erweitern. Alle Zwischenschritte werden aber vom System erfasst. Also, dass Sie da auch nicht auf den letzten Drücker alles machen müssen, sondern können schon Zwischenversionen speichern und neue Versionen werden dann eben überschreiben, die alte Version. Okay. So, einmal zu dem organisatorischen Vorgehen. Gibt es dazu erstmal Fragen? Ansonsten würden wir jetzt vielleicht auf die Themen zu sprechen kommen, die wir anbieten, die zur Verfügung stehen. Ja? Die Sprache festgelegt? Die Sprache ist nicht festgelegt. Also das letzte Mal hatten wir auch deutsche und englische Paper. Ich empfehle immer, das erstmal auf Englisch zu versuchen, weil es dann leichter wird, wenn es gut wird, das einfach so einzureichen. Woanders. Ja. Dann würden wir uns anschauen, zu welcher Konferenz würde es passen. Da kommen eben verschiedene Faktoren rein. Ich glaube, das ist hier nicht auf den Folien, aber es ist dann einfach bequemer. Wir hatten auch, also sonst hat man den Zwischenschritt, das aus dem Deutschen ins Englische zu übersetzen, auch all die Grafiken und das ist oft eine Menge Arbeit und das Englische ist oft von Ihnen ganz gut. Also muss man gar nicht so. Also wir hatten es noch nie negativ ausgelegt, wenn Ihr Sprachkenntnisse oder die Sätze ein bisschen komisch waren. Ja, also jeder hat so seinen Stil und da sind wir ein technischer Studiengang und das ist nicht so schlimm. Also es ist oft aus Effizienzgründen empfehlenswert. Aber es gab auch Paper auf Deutsch und dann haben wir die umgeschrieben. Also da wurden die dann umgeschrieben, dann eingereicht. Wir hatten zum Beispiel, ja, es erschwert es aber dann noch ein bisschen, es verzögert alles. Okay. Achso, ich kann noch was erzählen. Und zwar hatten wir dann noch ein anderes Beispiel, das war auch ganz nett. Und zwar hat er, was hat er gemacht? Er hat genau sich mit Android beschäftigt. Also wie kann man Android-Geräte
Welche Reichweiten haben Sie? Also wenn die miteinander kommunizieren, wir haben verschiedene Android-Geräte, verschiedene Bandbreiten zur Verfügung stehen, verschiedene Dateigrößen und welche Reichweiten haben die, glaube ich. Und da hat er sich in das Thema eingearbeitet, alles war ganz gut. Hat dazu eine Tabelle gemacht, dieses Gerät, die und die Reichweiten, Kommunikationsreichweite 25, 30, 35 Meter, sowas. Das war ganz nett. Und auch mit dem Wissen, also das sind oft, dadurch, dass sie wirklich praktisch entweder mit Android-Geräten dann arbeiten oder mit dem Peer-to-Peer-Simulator, ist man dann auch oft gut vorbereitet für die nachfolgenden Elemente im Studium. Also der hat dann seine Projektarbeit dazu gemacht. Nee, es war sogar seine Masterarbeit, glaube ich. Der hat so ein Sensor-Framework für Android-Geräte entwickelt. Also wenn man sowieso alle verschiedene Sensoren hat, also was hat man, also Temperaturmessung, Gyro, Scope-Informationen, Helligkeitswerte, all das, was so ein Android bereitstellt. Dazu hat er so ein Framework gemacht, was all diese in Input aufnehmen kann. Und diese ganzen Input-Daten hat er dann versucht, und da hat er ein Projekt mitgearbeitet, also mit seiner Masterarbeit, für Nebeldichtemessung im Oman. Also welche dieser Sensorinformationen kann man verwenden, um Nebeldichte zu messen? Ja. Das war ganz cool, weil dann hat er quasi geschaut, kriegt man das über die Luftfeuchtigkeit und dadurch beeinflusste Übertragungsreichweite besser hin, so das war der Einstieg quasi aus seinem Seminar, kriegt man es über die Helligkeitmessung hin, ein vielversprechender Versuch war noch über die Kontrastmessung von Bildern. Wenn Sie ein Bild machen und Sie haben Nebel, dann ist oft alles matschig, ja, und dann weniger Kontrast. Und genau, und dann hat er da seine Lösung entwickelt und ist dann wieder auf unsere Kosten in den Oman gefahren mit einem Doktoranden und hat dort im Regenwald des Omans, ne, geschaut, was davon gut funktioniert. Und das war auch eine nette Sache. Also es gibt immer gute Einstiegsmöglichkeiten aus diesen Seminaren, weil sie dann eben die Arbeitsweise kennen. Sie wissen, was später wichtig ist. All diese Arbeiten, die sie später noch haben, der Projektarbeit oder Masterarbeit, wissen sie, was später quasi beim Aufschreiben wichtig sein wird, wenn man da wissenschaftlich dazu publizieren will und das eben bessere Qualität hat. Okay, schauen wir uns mal die Themen an. Das ist so eine Übersicht zu unseren Themen. Aber, ach. So, eigentlich haben wir zwei Hauptthemen, ne? Peer-to-Peer-Netze und opportunistische Netzwerke, Überraschung, Überraschung. So heißt auch die Vorlesung, ein bisschen wenig kreativ. Der Grundgedanke ist aber allgemein in beiden Themen die Dezentralität. Also, wie können wir die Geräte, die wir sowieso haben, nutzbar machen für besonders gute Netzwerkfunktionalität? Ja, und so ein Peer-to-Peer-Netz, also ignorieren Sie das erstmal. So ein Peer-to-Peer-Netz hat halt die Eigenschaft, dass Sie so ein Netzwerk haben. Was ist ein Netzwerk? Also, Sie haben das Internet, ja, das ist das Internet. Ja, irgendwie. Und das, was Ihnen das Internet jedenfalls bietet, TCP/IP, ist, dass wenn Sie ein Gerät haben mit mehreren Anwendungen darauf, dann ist es ja Ihre IP-Adresse hier und hier haben Sie einen Port pro Anwendung und hier drüben auch. Hier gibt es auch verschiedene Anwendungen mit verschiedenen Ports. Wer von Ihnen hat Peer-to-Peer-Netze schon gehört? Ja, okay, dann erzähle ich es mal. So, und mit TCP/IP können Sie, also mit IP schicken Sie eine Nachricht von IP-fähigem Gerät zum IP-fähigen Gerät rund um die Welt. Ja, die haben eine IP-Adresse. Und TCP erlaubt Ihnen noch zusätzlich, dass Sie Anwendungen auf diesem Host adressieren können und dann kann eben eine Anwendung einer anderen Anwendung auf dem anderen Gerät eine Nachricht schicken. Das ist schon mal eine gute Basis, weil jetzt können wir ausgewählte Knoten im Internet nehmen und diese aus dieser Milliarden von Teilnehmern, die an einem bestimmten Peer-to-Peer-Netz teilnehmen wollen, die schließen sich einfach neu zusammen. Also hier kommunizieren jetzt die Anwendungen, die Peer-to-Peer-Anwendungen auf den verschiedenen Hosts und die definieren ihre eigene Netzwerknachbarschaft und das sind alles an Peer-to-Peer-Anwendungen auf verschiedenen internetfähigen Geräten. Und die haben eben ihre Nachbarschaft, die definieren sich eigene Netzwerkprotokolle, also eigene Kommunikationsprotokolle. Und damit wollen sie neue Funktionalität anwenden. Also was ist hier realisiert? Wir haben einmal ein Netzwerk von. Ach, Moment, das ist ein bisschen.
unübersichtlich. So. Ist mal so. Also wir haben ein Netzwerk von gleichberechtigten Knoten, die alle dieselbe Funktionalität haben. Also jedes dieser Anwendungen, die wir hier haben, die miteinander kommunizieren, ist derselbe Code. Das ist dieselbe Anwendung, die die Leute runtergeladen haben und jetzt laufen lassen. Und alle sind gleich, also alle haben denselben Code, dieselbe Funktionalität. Equal Participants, das ist der englische Begriff dafür, ist Peer, also Gleichberechtigter. So. Und die erzeugen jetzt ihre eigene Topologie, vernetzen sich ihre eigene Nachbarschaft in dieser logischen Ebene, also softwarebasierte Routing-Tabellen und alles, und stellen ihre Ressourcen zur Verfügung, also Bandbreite, Speicherplatz. Und nun ist die Frage, wie kann man dafür diese ganzen Netzwerke eben nutzen, um nette Anwendungen bereitzustellen. Also zum Beispiel Routing, also wenn jetzt zum Beispiel ist der Knoten A ist und ist der Knoten B, jeweils mit ihrer eigenen Identifier, mit ihrer eigenen Kennung im Peer-to-Peer-Netz. Und der Knoten B möchte jetzt eine Nachricht schicken an den Knoten A. Wie kommt die Nachricht an? Also welche Wege soll das Paket gehen auf dieser Overlay-Ebene, also auf diesem Netzwerk der Anwendung, um bei A anzukommen? Oder man kann das Ganze auch für Datenspeicherung nutzen und die Daten aufsuchen man kann einfach verschiedene Anwendungen realisieren. Die Herausforderung ist, dass die Knoten alle unterschiedlich sind. Es gibt Churn, die Knoten gehen online, kommen offline. Alle Knoten sind unzuverlässig. Wie gesagt, es wird da eine kurze Vorlesung zu Peer-to-Peer geben, wo so ein Crashkurs gegeben wird. Es gibt auch Vorlesungsaufzeichnungen dazu, falls ihr da mehr reinlesen wollen. Die das noch nicht gehört haben, kann sich auch die Vorlesung anschauen, die vor dieser Veranstaltung mal stattfindet. Also um 10.30 Uhr bis 12 Uhr fanden sie heute statt. Und da kann man sich die ganzen Themen anschauen, die in PHP-Netzen behandelt werden. Also wenn Sie die noch nicht gehört haben, ist das vielleicht ganz gut. Aber es ist nicht notwendig. Also Sie können das Seminar auch natürlich ohne so machen, dass Sie die Vorlesung nicht gehört haben, weil alles, was für Sie relevant ist, werden Sie in diesem einstündigen Crashkurs so Peer-to-Peer allgemein kennenlernen und danach in den nächsten Treffen mit dem individuellen Betreuer, der Ihnen dann auch erzählt, was für diese einzelne Fragestellung, die es da gibt, relevant ist. Bei opportunistischen Netzwerken ist der Grundgedanke ein bisschen anders. Das habe ich hier schon skizziert. Nehmen Sie an, es gibt, Sie laufen ja mit einem Smartphone herum, ja, ein Android-Gerät. Wer von Ihnen hat ein iPhone? Sehr gut, genau, ein Android-Gerät. Achso. Okay, gut, ja, das dachten wir uns. Genau, das ist dann die richtige Zielgruppe. Genau, jeder hat ein Android-Gerät. Und wie viele haben Ihr Gerät geroutet? Bin mir nicht sicher. Okay, sagen wir mal, genau, das ist nämlich der normale Fall. Jeder hat ein Android-Gerät und es ist ungeroutet. Und jetzt wäre es ja ganz praktisch, und zufällig haben wir das auch, also forschen wir auch daran, wenn Sie eine App hätten, die es Ihnen ermöglicht, dass Ihre Android-Geräte sich miteinander verbinden, automatisch, ohne Ihr Zutun, und Daten austauschen. Mit natürlich schicken Anwendungen im Hinterkopf. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Anwendung, da tippen Sie ein, ich bin interessiert an Actionfilmen und Metal-Musik, ja. Und dann laufen Sie damit herum und während Sie mit Ihrem Smartphone herumlaufen, verbindet sich diese App mit Smartphones, die auch diese App haben, tauscht sich aus, wer hat was, wer bietet was. Also Sie können natürlich auch Verzeichnisse bei Ihnen freigeben, zu sagen, dieses Verzeichnis biete ich an, da sind, ich weiß nicht, was für Filme drin, Actionfilme oder, ich weiß nicht, Dokumentation, Historien, Romane, keine Ahnung. Jedenfalls können Sie halt auch so Inhalte taggen und die bereitstellen und selbst sagen, an welchen Tags, an welchen Dateien Sie interessiert sind. Da laufen Sie herum und Ihr Gerät verbindet sich automatisch mit den anderen Android-Geräten, die auch diese App haben und die auch Daten bereitstellen. Am Ende des Tages schauen Sie sich an, welche Dateien haben Sie eingesammelt. Oder ich sage Ihnen jetzt, ich möchte diese Vorlesungsaufzeichnung direkt mit Ihnen teilen und dann sage ich, alle, die in der Reichweite sind, die können sich das, denen teile ich das und ohne Ihre Nutzerinteraktion wird die Datei auf Ihrem Smartphone übertragen, wenn Sie irgendwann mal zugestimmt haben, dass Sie blind von jedem Dateien annehmen. Also jedenfalls könnte man so File-Sharing-Netze oder Chat-Anwendungen zwischen Android-Geräten durch Multi
durch direkte Verbindungen realisieren. Und das ist eigentlich ganz nett. Und der Grundgedanke eben bei diesen opportunistischen Netzen ist, dass sie eben mit ihrem Smartphone herumlaufen. Es hat irgendwelche Dateien, die sie, oder Daten, Nachrichten, die sie verteilen wollen. Entweder sind die adressiert, also an Knoten A sollen die kommen, oder man sagt, das soll an eine gewisse Lokation kommen. Hat ja auch GPS-Informationen. Oder das ist einfach eine Datei mit einem Typ XY und jeder, der daran interessiert ist, soll es bekommen. Und das Besondere an opportunistischen Netzen ist, dass man eben so Kommunikationsopportunitäten hat. Also ab und zu trifft man jemanden. Und dann checkt man, sollen wir Nachrichten austauschen oder nicht. Dann tauscht man die Nachrichten aus oder nicht. Und läuft eben mit einem neuen Speicher herum. Und hat vielleicht neue Nachrichten bekommen, hat vielleicht welche weitergegeben. Und die Idee ist, dass irgendwann die Daten dann doch zu dem Empfänger kommen und irgendwann das Objekt, die Nachricht, die zum Ort soll, auch an dem Objekt, an dem Ort ankommt. Und wenn ich Nachrichten mit Text markiere, ich auch die beziehe, an denen ich interessiert bin. Weil einfach die Geräte sich austauschen und das prüfen. Dazu haben wir jetzt aktuell auch eine Vorlesung zum Thema Android-Programmierung, weil Hauptanwendungsfall werden Android-Geroutete, unberoutete Android-Geräte. Und da lernt man in der aktuellen Vorlesung, die dienstags immer stattfindet, wie baut man eine Anwendung, Activities, Fragments, Interaktion mit dem Gerät, Speicher, Verwaltung, also all das, was da so dazugehört. Netzwerk ist sehr wichtig, wenn es um dezentrale Kommunikation geht. Wie erzeugt man die APKs, Libraries, und wie setzt man das in den Google Play Store, um damit Geld zu verdienen? Also all das, was Zukunft hat. Okay, und diese Vorlesung verbindet quasi den Grundgedanken beider Netze. In beiden geht es um Dezentralität. Wie können wir die Geräte, die wir sowieso haben, miteinander interagieren lassen, sodass was Cooles dabei rauskommt. Okay, genau. Hier steht es eigentlich drin. Alles selbstorganisierend, alles Endgeräte, alle durch die Interaktion der Geräte soll das passieren. Jedes Gerät soll sowohl Anbieter sein von Funktionalität als auch Nutzer der Funktionalität. Also wollen komplett ohne Server auskommen, und die ganzen Probleme sind, das sind alles Endgeräte, die unzuverlässig sind, also plötzlich ist die Verbindung weg, plötzlich ist der Peer offline, deren Angebot ist sehr unzuverlässig, also unterschiedlich, mal haben sie Bandbreite, mal nicht, mal haben sie Speicher, mal nicht, mal interagieren sie, mal nicht, und die gehen immer online und offline. Also diese Folie sagt, es ist sehr unzuverlässig, das Netz, also jeder Knoten ist unsicher und unzuverlässig. Das gesamte Netzwerk ist unsicher und unzuverlässig, und die Funktionalität, die wir wollen, ist verlässlich, und das alles soll selbstorganisierend auftauchen. Okay, das habe ich alles schon vorweggenommen. Also die Knoten laufen beim opportunistischen Netzwerken herum, und hier wird man das Objekt, Datenobjekt auch übergeben, Nachricht, und dann später mal hier und dann später mal dort. Also das gibt viel Bewegung. Okay, es gibt einige Motivationen dazu, habe ich schon als ein bisschen erwähnt. Das Nette daran ist, warum ist das gut, warum hat es Zukunft, weil es einfach skaliert. Also jeder hat ein Android-Gerät, also fast jeder, 85-87%, fast alle davon sind ungeroutet. Das heißt, man hat einfach, wenn man eine App dafür schreibt, hat man einen riesen Nutzerkreis. Dasselbe für Peer-to-Peer-Netze, wenn man es anbietet zum Download und die Leute nutzen es, dann kann man beliebig viele Millionen damit bedienen, ohne Kosten zu haben. Es funktioniert einfach lokal und schneller und besser. Es gibt verschiedene Anwendungsvorteile, egal. Und es ist alles sehr regional und zensurresistent. Also das, was sie hier lokal austauschen über ein P2P-Netz, das kriegt keiner mit. Und dadurch kann man auch schöne Anwendungen bauen. Okay. Noch ein bisschen was zu den Personen, die da alle involviert sind. Wir haben diese zwei Bereiche. Einmal Peer-to-Peer-Netze, da ist der Tobias, der hat einen Themenbereich, Raed ist dabei und Andreas ist dabei. Und bei den opportunistischen Netzwerken sind hauptsächlich André und Raphael dabei, auf die verteilt sich, auf diese fünf plus gibt dann noch ein, zwei, auf die verteilen sich hauptsächlich die Themen. Okay, und nun würde ich gerne durchgehen, welche Themen wir so haben. Wir haben 17 Themen, glaube ich. 9,
16 Themen. Genau, für 16 angemeldete Studenten. Da hinten stehen die Kürzel. RA ist Reit, Tobias, KG bin ich, Andreas, AD und Raphael und André. Ach, ein bisschen, ja doch, ich gehe mal so durch, nach und nach. Weil letztlich sollten Sie quasi im nächsten Schritt, also nachdem wir dieses besprochen haben, schon mal so Ihre ersten Präferenzen haben und dann wird es ein Doodle geben, in dem Sie Ihre Präferenz eben mitteilen können, welches Thema Sie gern hätten, an welchem Sie gern arbeiten möchten. Und es wird eine Zuteilung geben bis zum 4. Mai, sodass eben jeder dann ein Thema hat, das er dann die 2 Monate lang bearbeitet. Und das sind alles Themen, die auch offen, also die machen, also natürlich sind alle machbar und auch alle sind so weit interessant, dass wir vorstellen können, dass darüber auch gut publiziert werden kann und das ist einfach dann Win-Win für alle. Okay, beginnen wir mal dem ersten Teil Data Graphs. Das sind so 3, 4 Themenblöcke. Was sind Datengraphen? Oder beginnen wir mal mit den Overlays. Beginnen wir mit den Overlays. Also, ich habe hier erzählt, wir haben so das Internet, ja? Und darauf aufbauend können wir Overlays haben, Peer-to-Peer-Overlays, ja? Und die Hauptfunktionalität eines Peer-to-Peer-Overlays ist, Nachrichten zuzustellen. Also eigentlich auch Routing. Oft ist es so, dass man angibt, an welchen Empfänger, also es gibt eine PIID, einen Identifier im Netzwerk und man möchte, dass die Nachricht dort ankommt. Und in diesem, und es gibt aber auch Overlays, die zusätzlich noch die Funktionalität bieten, zu suchen. Den Hauptanwendungsfall kennen Sie, das mit den Dateien, dass man sagt, ich hätte gern Knoten, Datenobjekte, die gewisse Tags haben. Und alle Datenobjekte, die es im Netz gibt, die diesem Tag entsprechen, das hätte ich gern. Und in dem Thema PO1, Skip Graphs for Capacity-Based Peer Search, ist der Grundgedanke, dass man ein Overlay hat, in dem Knoten anhand ihrer Kapazitäten gesucht werden können. Also stellen Sie sich einfach vor, dass jeder Knoten eine Liste von Parametern hat. Zum Beispiel Anzahl der CPU oder die Anzahl der freien CPU-Zyklen, die bereitgestellt werden, der freie Speicher, der frei verfügbare Upload-Bandbreite, die frei verfügbare Download-Bandbreite. Und das sind alles so Parameter, die jeder Knoten hat und die sich bei dem kontinuierlich über die Zeit ändern. Und nun möchten wir eine gewisse Art, dazu komme ich noch gleich, von Overlays haben, die uns ermöglichen, die Knoten anhand dieser Kapazitäten zu finden. Das heißt, gib mir alle Knoten, die mindestens eine Upload-Bandbreite von XY haben. Oder gib mir alle Knoten, die mindestens so und so viel Speicherplatz haben und so viele CPU-Zyklen zur Verfügung stehen. Und der Hintergrund hierzu ist, es gibt also all diese Themen hauptsächlich beschäftigen sich im Simulator. Da gibt es eine Implementierung von SkipGraph, das ist eine Art von Overlays, in der normalerweise Routing betrieben wird. Also Sie können eine Nachricht zustellen an einen gewissen Knoten. Und nun ist die Idee, diese Art von Netz dazu zu verwenden, diese Knotenkapazitäten so zu strukturieren, dass die Daten besser, also dass die Knoten besser darin gefunden werden können. Es gibt, wenn Sie dann in links gehen, in Elias oder beziehungsweise auf der Website, ja bei Elias, jetzt auch zu jedem dieser Themen nochmal so eine einseitige Übersicht geben. Das kann ich auch nochmal kurz anskizzieren. Das ist noch nicht ganz ideal Vorzeigebereich. Also es ist alles, also der Grundgedanke bei dieser Arbeit ist es quasi, eine bestehende Implementierung von Skipgraphen zu wählen. Also es wird noch aktualisiert in der Darstellung. Und in diesem Skipgraphen, das schon ausgelegt ist, die Knotenkapazitäten zu finden, das zu verbessern. Das heißt, Sie starten mit einer Version, das ist oft so, also bei all diesen Themen starten Sie bei einer Version, wo Sie sicher sind, das funktioniert. Die ersten Schritte werden darin bestehen, dass Sie quasi sich mit dem Simulator und mit diesen Algorithmen also bekannt machen, die schon implementiert sind und die funktionieren. Das heißt, Sie haben schon mal eine Basis, von der Sie ausgehen können, dann machen Sie die Verbesserung. Ja, das, also in diesem Fall jedenfalls.
und evaluieren wieder und zeigen, was die Verbesserung für eine Auswirkung hat in der Qualität. Das heißt, sie beginnen mit einem laufenden Code, sie modifizieren den, werten wieder aus und weisen die Verbesserung nach und dokumentieren das in dem Paper. Okay, das zu dem P01, ich beginne mal hier, genau. Okay. So, P02 beschreibt wieder ein Overlay. Hier ist das Ziel, sich anzuschauen, wie die lokationsbasierte Suche in P2P-Netzen aussehen kann. Dazu gibt es folgende Grundgedanken. Die Knoten haben jeweils eine XY-Koordinate und sagen wir mal, das ist der Knoten, das ist ein anderer Knoten. Und jetzt haben Sie in exponentiell wachsenden Entfernung zu sich, also jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass quasi das hier sich immer verdoppelt. Ja. Ja, müsste eigentlich ein bisschen mehr sein, egal. Also jedenfalls verdoppelt sich das. Und in solchen Koordinaten jeweils die gleiche Anzahl von Kontakten. Also wenn es da Knoten gibt, dann versuchen Sie quasi in diesem Kästchen genauso viele Kontakte zu haben wie in diesem Kästchen. Ja? Also dann ist der nächste Ring hier außen irgendwo. So. Und nun können Sie quasi definieren, ich möchte die Nachricht hier hin. Ja? Also hier soll die Nachricht hinkommen und dann ist vielleicht in dieser Koordinate der Knoten, der am nächsten dran ist, vielleicht hier. Und auch der hat so konzentrische Kreise und in seiner Koordinate kommt er ein bisschen näher. Ja? Und so Schritt für Schritt kommen sie immer exponentiell näher. Also mit jedem Schritt halbieren sie mindestens die Distanz zu dem Zielpunkt und am Ende kommen sie hier halt irgendwo an und sie finden dann doch den nächsten Knoten zu dieser Position. Und es gibt einige weniger solcher lokationsbasierten Overlays, die quasi es schaffen, dass die Nachricht zu einer Lokation zu bringen. Und was jetzt hier betrachtet werden soll, ist, was passiert, wenn wir die Knoten herumlaufen. Also viele Overlays sind darauf ausgelegt, dass sie einfach statisch sind. Da gibt es halt XY, fertig. Und all diese Einträge, die wir hier haben, gehen ja davon aus, dass der Knoten immer noch da ist. Was, wenn der aber hier herumläuft und irgendwann woanders hinkommt? Da gibt es einige Ansätze, wie man damit umgehen kann. Und diese Ansätze sollen dann in dieser P02 untersucht werden. Was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut. Auch hier dasselbe Schema. Dieses Prinzip, dieser konzentrischen Kreise und Koordinaten, Richtungen, das ist schon implementiert, das Routing funktioniert, aber die Knoten sind aktuell statisch. Die Bewegung ist auch schon implementiert. Das Einzige, was jetzt fehlt und was hier eben untersucht werden soll, ist, wie sollen die Routing-Tabellen, die hier sowieso schon existieren, die Positionsänderungen aktualisieren und aufrechterhalten. Wie soll man damit umgehen, dass die Knoten herumlaufen? Soll man die immer periodisch fragen, wo bist du gerade? Oder soll man... Wie soll man das handhaben? Genau, und das heißt, man nimmt eine bestehende Implementierung von einem statischen, lokationsbasierten Overlay, überlegt sich, es gibt schon einige Ideen, aber man erweitert die, wie kann man auf diese Bewegung reagieren, implementiert dann diese Modifikation und schaut, wie ist der Vergleich zu vorher, zu dem vorigen Laufenden, zu der modifizierten Version. Und auch das ist ein Thema, das eigentlich, dazu gibt es, glaube ich, keine oder eine vielleicht Publikation in der Community, also da ist man auch ganz vorne dran in der Forschung und es ist einfach spannend zu sehen, was da rauskommt und die erhalten auch da die Unterstützung von dem Doktoranden, der daran forscht. Ein Thema ist ein bisschen komplizierter. Wir haben ein Peer-to-Peer-Framework, so ein Java-Framework, OSGI-Framework für soziale Netzwerke, das heißt LibreSocial, das ist ein Monster. Und das soll mal getestet, also es soll systematisch evaluiert werden. Das heißt, da soll geschaut werden, wir hatten da schon Vorarbeiten, wir hatten es auf Virtual Machines aufgesetzt, die Virtual Machines haben miteinander kommuniziert,
soll das Ganze ins Internet getragen werden und mit echten Nutzern mal getestet werden. Was für Traffic fällt dann, wie ist es in Abhängigkeit von der Arbeitslast, die darauf aufgesetzt wird, wie viele Daten drin sind. Erfordert vielleicht etwas mehr Vorwissen. Okay, ich komme mal zum nächsten. Datengrafen. Das ist auch ganz interessant. Also jetzt hatten wir Overlays, da geht es wirklich darum, wie sollen die Knoten miteinander vernetzt werden. Jeder Knoten hier in diesem Peer-to-Peer-Netz, das Ganze lebt ja davon letztlich, dass dieser Knoten eine eigene Routing-Tabelle hat und weiß, der Knoten mit der ID A hat hier irgendwie IP und Port XY und der Knoten mit der ID B, also die haben ihre eigenen Routing-Tabellen. Und bei den ersten beiden Overlays geht es darum, wie sollen diese Routing-Tabellen organisiert werden, wie sollen die geupdatet werden, wenn es Bewegungen gibt, wenn es darum geht, die Knoten anhand der Kapazitäten zu finden. Bei diesen Datengrafen geht es darum, dass wir annehmen, es gibt schon ein Netz, also wir haben das TCP-IP-Netz, das stellt uns die Nachrichten an die Hosts zu, an die Anwendung, dann haben wir ein Peer-to-Peer-Overlay, das uns ermöglicht, in einem Peer-to-Peer-Netz Nachrichten zu senden, eigentlich root, eine Message an ein PID, PID und die Nachricht soll zugestellt werden. Ja, also der Knoten mit dieser PID soll die Nachricht bekommen, beziehungsweise man kann da auch eine Object-ID einfügen und dann ist es der Knoten, der am nächsten numerisch dran ist an die PID. Okay, und diese Datengrafen, da ist der Grundgedanke, dass wir jetzt Datenobjekte haben, die folgend aufgebaut sind. Es gibt einmal eine Object-ID, über die sie abgerufen werden können, also die muss bekannt sein, um dieses Objekt zu bekommen. Dann gibt es irgendein Payload, irgendein Inhalt, egal. Das Spannende ist aber, dass sie noch eine Liste von Links haben zu anderen Object-IDs, ja. Also eigentlich, was man hier hat, ist ein Pointer auf andere Daten. Und nun werden all diese Daten im Netzwerk gespeichert. Und zum Beispiel, Anwendungsfall ist, der Einstiegspunkt ist in einem Peer-to-Peer-basierten sozialen Netzwerk ein Fotoalbum. Ja? Und dann gibt es ein Album-ID. Album. Und wenn man dieses Album-Objekt bezieht, da steht drin, wie unser Album heißt, und welche Bilder da drin sind und diese Links verweisen dann auf einzelne Images. Ja. Und so ein Album ist ja auch Teil eines größeren Albumsets. Das heißt, in diesem Fall hätten wir so eine Baumstruktur. Wir haben ein Album, das hat verschiedene Album-ID, dann haben wir verschiedene Album-IDs, auf die verwiesen wird, und verschiedene Images, auf die verwiesen wird. Und da kann man halt solche eigentlich Datengrafen, also weil es eigentlich irgendein Datum ist, mit Pointern. Ja? Und diese Pointer können Sie dann beliebig strukturieren, Sie können Bäume haben, Sie können Listen haben, Sie können so eine Struktur haben. Und da ergeben sich viele Fragestellungen da drin. Ja? PA1 beschäftigt sich mit der Frage, wie kann man das alles optimieren? Also wenn wir so eine Baumstruktur haben, ja, und wir haben, diese Baumstruktur geht ganz tief, hat Millionen Knoten, dann wäre es eventuell sehr langsam, all die Knoten zu beziehen. Also ein Extrembeispiel ist, Sie haben so einen tiefen Baum, ja, wo die Pointer immer so sind. Und wenn Sie das ganz regulär abrufen, dann bekommen Sie erstmal das erste Objekt, Sie ziehen das erste Objekt an, Sie rufen das erste Objekt ab, erfahren dann von dem Pointer, rufen das zweite Objekt ab, erfahren dann vom nächsten Pointer, rufen das nächste Objekt ab und so weiter. Und dann brauchen Sie für jeden Schritt, Sie können da nichts parallelisieren. Und jetzt ist die Grundidee, dass man quasi so eine Art Cache einführt und sagt, ich habe zwar die Objekte A, B, C, D und wenn ich Knoten A abrufe, erfahre ich erst dann vom Pointer zu B und wenn ich Knoten B, Datenobjekt B abrufe, erfahre ich erst dann vom Pointer zu C. Ich könnte aber auch alles ein bisschen cachen. Ich kann ja schon in A speichern, dass für die Auflösung dieses Objekts
es diese Objekte auch noch bedarf. Ja, so eine Art Cache. Dann gibt es aber die Frage, was, wenn jetzt ein Objekt von mehreren Bäumen, also von mehreren Teilnehmern aktuell, also genutzt wird. Dann, wenn ich das hier aktualisiere, also wenn ich hier einen neuen Knoten G hinzufüge und der hier hat auch so seinen Cache, FE, dann müsste ich das quasi hier aktualisieren und da aktualisieren. Also man überlegt sich in diesem ersten Schritt PA1, wie kann ich zusätzliche Informationen, wie so ein Cache oder irgendwelche Zusatzinformationen mit in diesen verteilten Daten, in dieser verteilten Datenstruktur mitspeichern, um die Daten möglichst effizienter abrufen zu können. Das ist eigentlich die Hauptfrage bei PA1. Bei PA2 ist die Frage, wenn ich jetzt diese Datenstruktur habe, ja, also es kann ja dann sein, hier, was weiß ich, A und I und dann geht es irgendwie weiter, J. So, und jetzt suche ich nach Dateien, nach dieser Datenstruktur, die irgendwelche Muster haben, irgendwie was man durchsuchen kann, Text oder so. Und das ist vielleicht hier und das ist vielleicht hier. Wie kann ich Informationen hinterlegen, sodass ich, wenn ich hier einsteige mit meiner Suche, das effizient finden kann, ohne die gesamte Datenstruktur zu durchfluten. Und auch hier ist, bei diesen Datenstrukturen ist der Grundgedanke, dieses eigentliche normale Datenstruktur ohne die, mit kleinen Verbesserungen ist schon implementiert, ist schon im Simulator, wurde schon getestet und in all diesen Schritten ist die Frage, wie kann man das ein bisschen so erweitern, dass die Suche realisiert wird, dass vielleicht so Rücklinks oder irgendwelche mehr Vernetzungsinformationen mitgespeichert werden und welche Auswirkungen hat diese Modifikation. Also überall starten Sie mit einer laufenden Version, modifizieren es und messen dann die Auswirkungen der Modifikation. Also PA2, da geht es darum, wie suche ich innerhalb dieser Linked Data Graphs. Die dritte Erweiterung ist Linked Functions. Bisher haben wir nur Daten gesprochen. Ja? Also Sie haben hier ein Datenobjekt, zum Beispiel ein Albumset, da ist ein Album drin, da ist ein Image drin, da ist ein Kommentar drin von mir aus, keine Ahnung. Also jedenfalls irgendwelche, ich kann auch von Verzeichnissen, das als Verzeichnisse sehen, die da miteinander verlinkt sind und dezentral gespeichert sind. Und sind alle statisch. Jetzt ist aber die Frage, was, wenn wir so ein Data, Linked Data so definieren, dass so ein Datenobjekt auch einen Link, also Links wieder hat, aber dann entweder ein Value ist oder eine Funktion. Achso, und eine ID haben die. Das heißt, es kann sein, dass wir ein Datenobjekt, also ein Value A haben, das ist jetzt sagt, das ist jetzt sagen wir mal 5. Ja, und B ist gleich A plus C, plus 2. Und C ist gleich B plus A plus 7. Wisst ihr, was ich meine? Also wir hatten hier vorher ein Datenobjekt, da war Payload drin. Und hier unterscheiden wir, Payload kann sein entweder ein Wert, also eigentlich ist es eine Funktion über die Zeit, sodass sich dieser Wert ändern kann, also der ist nicht mehr 5, sondern im Verlauf der Simulation ändert er sich zu 6, 7, was auch immer. Und das ist eine Funktion, also das Objekt in diesem Datengrafen, das hier, dieses B, ist eine Funktion, was für die Auflösung auf das Objekt A verweist und mit dem Wert, der von A geliefert wird, eine Operation ausführt, also plus 2. Und C ist eigentlich auch ein Datenobjekt, also eine Funktion, die für die Auflösung einmal B braucht und einmal A braucht, um diese Funktion berechnen zu können. So, und jetzt kann man sich beliebig komplizierte solche Graphen vorstellen. Das hier zum Beispiel, also hier unten haben wir Werte 7, 8, 9, 10, keine Ahnung, egal. Und alles andere sind Funktionen. Also das ist eigentlich auch kein Punkt. Das ist eine Funktion, sorry. Braucht ja einen Input. Also all die Blätter in diesem Graphen sind Values und alles andere sind Funktionen. Und da ist die Frage, wenn man das ganz einfach so umsetzt und die Werte ändern sich über die Zeit, wie aktuell sind die verschiedenen Werte in dem Graphen? Also eigentlich ist der Idealzustand, dass wenn sich hier der Wert ändert, alle Funktionen, wo dieser Wert benötigt wird, sofort aktualisiert wird. Natürlich ist das nicht ganz so, aber wie hoch ist die Verzögerung? Kann man das irgendwie verbessern? Was, wenn unser Graph ganz groß ist? Können wir da irgendwelche Abkürzungen einbauen, sodass
es schneller bei A aktualisiert wird. Und das kann man sich anschauen, Schritt für Schritt. Wie gesagt, dieser Datengraph ist implementiert. Die Modifikation würde darin bestehen, dass man statt Payload, statischen Payload auch Funktionen ermöglicht, die mit den Links verknüpft. Und wenn man einfach sagt, ich möchte das Datenobjekt C auflösen, dann muss ich sowieso auch beim verteilten Datenspeicher A und B holen und dann kann ich schauen, was passiert, wenn die Values sich ändern, wie wirkt sich das aus. Okay. Gut. Dann PA4. Wir haben wieder diesen verteilten Datenspeicher und wir hatten 4 4chan Measurements durchgeführt. Das ist ganz nett. Kennt von Ihnen jemand 4chan? Okay, dann hat er. Gut. Schauen Sie sich das nicht an. Nicht danach googeln, nicht danach gucken. Nein, also das ist eine Webseite, die sehr interessant ist. Das ist eigentlich ein Forum. Es gibt, glaube ich, 63 Boards, ja, wo sie, also sowas wie thematische Kategorien wie Technologie, Fotografie oder so. Und nehmen wir mal jetzt nur Fotografie heraus. Maxim, das ist ja, das ist ein Forum. Innerhalb dieser Schiene Fotografie darf es maximal 150 Threads geben. Ja? Sobald ein neuer hinzukommt, fliegt der letzte raus. Das ist die Grundidee. Und das ist einfach nur ein Forum. Und zu jedem Thread, ich weiß nicht, ob es ein Maximum an Posts gibt, die man dazu haben kann. Ich glaube schon. Aber letztlich, der Grundgedanke ist, dass wenn ein neuer Thread auftaucht, fliegt der älteste bearbeitete raus. Und sobald Sie in irgendeinem dieser Thread posten, wird er wieder nach vorne gesetzt und ist wieder aktuell. Naja, und das haben wir uns mal angeschaut, wie sind da die Nutzungsstrukturen und haben dazu Messungen. Und das Spannende ist zum Beispiel das kennen Sie nicht, Board Random, also die Schiene Random, dazu gibt es auch 150 Threads. Und die durchschnittliche Lebenszeit eines Threads, was meinen Sie, wie lang ist das? Also wie lange dauert es, bis quasi ein Thread ersetzt wird, also aus dem ganzen System rausfällt? Also wie gesagt, wenn Posts neu hinzukommen, pushen Sie den Thread, in dem es getätigt wurde, nach oben und der letzte fällt raus, wenn es ein neuer Thread war. Ist das ein reales System? Ja, 4chan.org. Was meinen Sie, durchschnittliche Lebenszeit eines Threads? Stunde? 37 Minuten, glaube ich. Ja. Das heißt, wenn Sie da mal jetzt draufgehen, in einer halben Stunde nochmal, alles neu. Naja, und sehr interessant. Und dann ist halt die Idee, dass dieses Forensystem letztlich auch nur genau das darstellt. Also, wenn man so ein Forum hat, hat man maximal eine Tiefe von 150 Threads und zu jedem Thread gibt es halt Posts. Und dass man dieses Workload, also da gibt es Modelle dazu, in welcher Frequenz werden die Daten gepostet, wo bilden sie sich in diesem Baum ein, also wenn man so ein Forum als Baum betrachtet. Und es wäre so spannend zu sehen, wenn wir diese echten Messungen nehmen würden, um diesen P2P-basierten Datenstrukturen mal anwenden würden, wie gut funktioniert das? Und beide Netzwerke, also in den Nachrichten haben Sie bestimmt mal was davon gehört. Also, was war denn da? Ach genau, da gab es doch letztens, wo hat der eine, in Göttingen glaube ich, 2 getötet? Oder? Da ist ja irgendwo ein Jugendlicher, da ist er bei seinem Freund untergekommen und am nächsten Tag hat der Freund ihn darauf angesprochen. Kennen Sie Google News? Herne, genau. Genau, und auf welcher Webseite hat er das beworben, seine Tat? Das ist dann oft, naja. Okay, und hier wäre eben der Grundgedanke, dass Sie die bestehenden Messungen, also wir haben die Messungen, die zeigen, in welcher Häufigkeit eben neue Datenobjekte hinzukommen, wo sie sich in diesen Baum einziehen, einfach mal in den Simulator übertragen und schauen, wie wirkt sich das auf die implementierte verteilte Datenstruktur aus. Funktioniert das? Zerfällt das? Gibt es Probleme? Vielleicht dazu anknüpfend, wenn Sie da schon Erfahrung dazu haben, dann wäre es vielleicht sinnvoll, dass man weitere dezentrale Datenstrukturen versucht, durch echte Messungen zu belegen. Also gibt es andere spannende Foren oder wo einfach solche Vernetzungen stattfinden, Datengrafen, die man mit Messungen von verschiedenen Webseiten beziehen kann und modellieren kann. Ich glaube, das ist vielleicht erst sinnvoll, also wenn Sie da ein bisschen schon Erfahrung haben zum Thema Scrapper oder solche
zum Schreiben von solchen Crawlern oder so, dann ist es vielleicht machbarer, als wenn sie keine Vorerfahrung haben, muss ich dazu sagen. Okay, dann nochmal ein Punkt zu diesem General Replication of Peer-to-Peer Networks. Da ist der Grundgedanke, dass wir einfach diese Overlays haben. Ja, wir haben dieses, wo haben wir das? Wir haben dieses Overlay. Ja, die Knoten können miteinander Nachrichten zustellen, wir können Dateien speichern, wir können Objekte anhand ihrer ID abrufen. Und oft haben wir halt eben Churn. Und man soll sich überlegen, beziehungsweise es gibt da schon so einige Überlegungen, die man erweitern kann, wie könnte man eine Replikationsfunktion so definieren oder so umsetzen, dass sie für möglichst viele Overlays nutzbar ist. Also nicht nur an ein Overlay angepasst ist, sondern an mehrere. Das heißt, dass man so eine Art Schicht sich überlegt, wenn ich sowieso meine Overlay-Schicht habe, dann setze ich on top noch eine Replikationsschicht drauf, die möglichst allgemein ist und immer dafür sorgt, dass, wenn ein Knoten ausfällt, es einen Ersatz gibt, der die Daten übernimmt. Oder dass sich vorab schon mal die Daten auf ausgewählten Knoten repliziert werden, unabhängig davon, welches Overlay genutzt wird. Wie gesagt, zu diesen ganzen Themen werden Sie dann noch einzelne, also auf der in Elias einseitige Beschreibung finden, was da der Grundgedanke ist. Ich versuche das jetzt nur mal so in Worten zu beschreiben. Okay, kommen wir zu den opportunistischen Netzen. Also all das bis auf dieses mit dem Measurement und LibreSocial wird im Simulator PFFSim stattfinden. Und da ist, wie gesagt, der Vorteil, Sie haben eine laufende Umgebung, die Implementierung, die Basisimplementierung sind alle schon da. Oft besteht es wirklich darin, diese zu modifizieren und die Auswirkungen zu dokumentieren. Das heißt, sie sind immer in so einem geschützten Rahmen, sodass nicht schief gehen kann. Ja. Das hängt dann von ihnen ab. Es ist nicht so, dass da irgendwie was auftaucht und es ist ein Bug da und es geht einfach nicht, sondern es geht immer, weil sie von der funktionierenden Version ausgehen. Bei diesen Android, opportunistischen Netzwerken auf Android, ist es so, dass die zwei hier unten simulationsbasiert sind und die fünf hier mit Android-Geräten zu tun haben. Auch da ist es so konstruiert, wenn Sie Android-Programmierung nicht gehört haben, wovon ich eigentlich ausgehe, hat jemand von Ihnen das gehört? Nee, genau so. Habe ich gedacht, also ist auch so ausgelegt, dann können Sie das dennoch realisieren. Und zwar beinhalten diese Measurement-Systeme die Vermessung von Android-Charakteristiken. Thema Nummer 1, also Android-Networks 1, beinhaltet den Test, wie Bluetooth mit verschiedenen Smartphones funktioniert. Das heißt, einmal kriegen Sie dann eine kleine Einweisung, wie Sie Bluetooth in Android nutzen können, damit Sie sehen können, was gibt die API her. Also dann sollten Sie ein kleines Testprogramm schreiben, das quasi die Bluetooth-API irgendwie nutzt. Und im zweiten Schritt schauen, wie gut funktioniert das. Also wenn Sie jetzt eine Bluetooth-Verbindung aufbauen, wie lang hält das, wie ist Ihre Reichweite, was haben Sie im Durchsatz. Und dann kriegen Sie eine ganze Menge von Geräten mitgegeben, mit denen Sie das testen können. Genau. Also das, so wird dann so ein Zettel aussehen, den Sie dann bekommen. Also das ist alles gut machbar, das ist alles ein kleiner Teil in der Google, in der Android-API, die Sie dann nutzen können. Und es ist auch von der Vermessung her nicht so kompliziert, weil Sie einfach nur so gut dokumentieren müssen, vielleicht so einen Zollstock auslegen, wie weit Sie laufen, ob da noch eine Verbindung da ist und je nach Datengröße Sie rüberschicken, ob es klappt oder nicht, wie lange es gedauert hat. Dasselbe dann für NFC. Auch was da die Möglichkeiten sind, was gibt die API her, was funktioniert auch über verschiedene Android-Geräte. Also wenn Sie einmal so eine Test-API schreiben, Test-App unter Anleitung, die sich auf diese Funktionalität konzentriert, dann kann man diese auf verschiedenen Geräten testen und das einfach zu dokumentieren, wie ist die Reichweite, was funktioniert nicht. Gibt es einige Funktionen, die auf einigen Geräten nicht funktionieren oder das eben dokumentiert wird. Zu den Battery-Tests, da ist wieder die Vermessung, wenn wir jetzt so ein, äh, so
so ein Android-Gerät haben, die verschiedene Apps hat. Wie können, also erstmal, wie kommen wir technisch an diese Akkuwerte? Was gibt die API her? Was können wir da nutzen? Was können wir bei ungerouteten und bei gerouteten Geräten nutzen? Welche Informationen kriegen wir da raus? Und gibt es Möglichkeiten, das zu schätzen? Und auch hier kann man gut dokumentieren, was funktioniert, was nicht funktioniert, wie genau das ist. Und der Erkenntnisgewinn, von dem ich gesprochen habe, für das Paper besteht dann letztlich darin, dass man gut dokumentiert, welche Ansätze zum Akkuverbrauch von Apps funktionieren gut, welche funktionieren nicht gut, wie präzise sind sie. Genau, also kleine App dazu unter Anleitung implementieren, die eben diese API testet und dokumentieren, was gut funktioniert und was nicht. Dann zu dem nächsten Dose-Function in Android. Dieser Dose-Function, der ist ganz nett beschrieben, Sie können im Seminar schlummern. Also die Apps können in Android zum Schlafen gebracht werden, sodass sie eben weniger Energie verbrauchen, weniger Funktionalität nutzen können. Und die Frage, die beantwortet werden, ist wieder, was gibt die API her, was können wir damit machen, lässt sich das aktivieren, deaktivieren, was ist dabei eingeschränkt, was ist dabei nicht eingeschränkt, also welche Funktionalität ist im Hintergrund, also dieser DOS-Funktionalität noch möglich, was nicht. Und auch hier ist der Erkenntnisgewinn, weil es einfach nicht klar ist, was funktioniert wie gut, was gibt uns Android her. Bei diesen ganzen Android-basierten Sachen, da haben sie wirklich eine ganz gute Unterstützung. So der André Episch und der Raphael, die bieten ja die Vorlesung an und da kriegt man wirklich ganz gute Hilfe. Bei den anderen natürlich auch, aber. So, der letzte Punkt hier von André, was mit Android zu tun hat, ist diese opportunistische Netzwerk-Funktionalität für Android zu testen, wie gut das funktioniert. Der Grundgedanke ist, wie so ein Netzwerk und vor allem so eine Kommunikationsopportunität realisiert wird in Android, ist, wir wollen ja ein Netzwerk aufbauen ohne Nutzerinteraktion. Ja, also Bluetooth braucht Nutzerinteraktion, da müssen Sie die PIN eingeben. Wenn Sie Ad-Hoc-Netze werden nicht unterstützt. Das Einzige, was geht, ist das sogenannte Hotspotting. Ne? Dass das Gerät mittels API dazu veranlasst wird, einen Hotspot zu öffnen, mit einem Namen und einem Passwort, das die App vorgibt. Ja? Und sobald da ein anderes Gerät mit der App herumläuft, scannt sie periodisch die Nachbarschaft nach verfügbaren WLAN-Netzen und sobald sie sieht, aha, da ist eine mit einer Kennung, die von dieser App stammt, also weil der Hotspot von der App erstellt wurde, verbinde ich mich. Und das heißt, die einzige Option, die ohne Nutzerinteraktion zu verbinden, ist, dass die Geräte mal Hotspots sind und sich anbieten und mal lauschen, ist hier jemand in meiner Umgebung oder nicht. Und das heißt, immer wenn es einen Hotspot gibt, können sich die anderen Geräte in so einer Sterntopologie damit verbinden. Das ist ja ein Hotspot, als Access Point können wir uns mit dem verbinden. Und wie viel Traffic können wir generieren? Was passiert, wenn wir mehrere Geräte an so einen Hotspot verbinden? Wie ist der Durchsatz? Wie verteilt sich das? Was, wenn jetzt mein Smartphone jetzt zum Hotspot wird und Ihre Geräte verbinden sich? Wie ist die Verteilung? Kriegen alle gleich viel Bandbreite? Ist es vielleicht sinnvoller, wenn unsere Geräte sich anders verbinden? Also wenn nicht nur ich einen Hotspot habe, sondern Sie da vielleicht auch und die Clients, die sich an den Hotspots verbinden, ihre Aufgaben teilen. Also ist es sinnvoller, wenn sich mehrere Geräte verbinden? Genau, das heißt auch hier ist etwas weiterführender, hier müssen Sie nicht eine Test-App schreiben, weil diese App mit dieser Funktionalität, mit dieser Hotspot-Funktionalität, die existiert schon. Es existiert auch schon so eine Test-App, die aber recht manuell ist. Also hier wäre eher die Herausforderung, dass Sie den Traffic erstellen. Das heißt, eine App erstellen, die Last erzeugt, die Daten erzeugt, die in diesem opportunistischen Netzwerk verteilt werden sollen und zusätzlich noch die misst, wie viele Daten kommt an. Und wenn Sie mit Ihrer Workload-App dann quasi dieses bestehende opportunistische Netzwerk belasten und messen, wie viel kommt an, kann man daraus ablesen, wie ist der Durchsatz, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut und Sie kriegen 2 bis 3 Testgeräte. Nee, genau, mehrere Testgeräte. Also ich glaube, da haben wir so 50, 60, aber natürlich erstmal
muss das Erzeugen von Workload klappen. Und das wäre hier die Aufgabenstellung. Also eine App zu schreiben, die Workload generiert für dieses opportunistische Netzwerk und dann misst, wie viel kommt an, wie ist die Qualität davon. Okay. Zwei Themen noch im Simulationsbereich. Also das hier hat alles mit Android zu tun. Solche opportunistischen Netze kann man aber wie die ganzen P2P-Netze auch simulieren. Da gibt es einen eigenen Simulator für. Und Moment. Das ist so redundant. Einen Moment. Ich glaube, das Thema ist redundant. Nee. Ah ja, genau. Nee, das ist doch nicht redundant. Das hat, komisch, hat nichts mit dem Simulation zu tun. Also da hier ist die Idee, genau, einfach die unter verschiedenen Umwelt, also wie gesagt, also Thema eben war künstlichen Workload zu erzeugen, der diese Vernetzungsmöglichkeit testet. Und in diesem Fall ist das Ziel Umwelteinflüsse, Reichweiten, all das, was quasi in der Realität auftaucht, das zu bewerten. Das heißt, Sie kriegen auch hier ein Bündel an Geräten, viele Smartphones. Es gibt auch Standard, also so Beispielanwendungen, die das nutzen, also Chatten oder File-Sharing. Und das Spannende wird sein, zu schauen, wie gut funktionieren sie, wenn es regnet, wenn die Sonne scheint, wenn die Entfernungen unterschiedlich sind. Und hier sollen wirklich echte Feldtests durchgeführt werden mit vielen Smartphones. Da wäre es vielleicht auch günstig, wenn nicht nur Sie allein das machen, sondern wir auch den Kurs oder andere Kurse damit einspannen. Aber jemand muss halt diese Tests planen, muss sich überlegen, was sind die Fragestellungen und die auch koordinieren. Also einer, der quasi das in die Hand nimmt und sagt, zum Testen dieser und jener Fragestellung brauchen wir so und so einen Aufbau, das wollen wir messen, und das ist oft schon fast alles implementiert, und das mal zu koordinieren, dass das getestet wird und auszuwerten. Okay. Der letzte Punkt, das kommt ja hier hin, sorry. Weil es auch mit echten Geräten zu tun hat. So, und der Einzige, der hier simuliert im Bereich opportunistischer Netzwerke, das wäre dieses letzte Thema, Simulation Comparison of Routing Protocols. Auch da ist der Grundgedanke dieses Hotspotting. Das ist auch in einem Simulator umgesetzt worden. Und da gibt es einige andere Routing-Protokolle, mit denen man das vergleichen kann. Und da gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Man soll dann quasi schauen, was funktioniert denn gut? Also wenn ich jetzt so ein großes Netz habe und die Daten sollen irgendwo ankommen, wie wähle ich denn meine Nachrichten aus, dass sie gut ankommen? Wie wähle ich denn den Nachbarn aus, wenn ich zwei zur Verfügung habe? Welchen von denen soll ich denn die Nachricht jetzt schicken? Und diese ganzen verschiedenen Strategien, wie man da vorgehen kann, man kann zum Beispiel fluten, man kann zum Beispiel auch zu den einzelnen Knoten beurteilen, wie erfolgsversprechend sind die denn? Da soll eine vergleichende Simulation durchgeführt werden und einfach eine Bewertung, was davon gut funktioniert, was davon weniger gut funktioniert. Okay, eine Menge geredet, eine Menge vorgestellt, jetzt habe ich sie erstmal erschlagen. Vom nächsten Vorgehen wird es so sein, dass zu diesen ganzen Dateien, zu den ganzen Themen wird es Dateien geben, einzelnen Seiten Vorstellungen, was da der Grundgedanke ist, sodass Sie das auch nachlesen können. Die Vorlesungsaufzeichnung wird es natürlich auch geben. Und das Doodle werde ich auch mal aufsetzen, falls Sie da schon Interesse haben und wissen, was Sie gerne interessiert. Doodle liest ihr wahrscheinlich am 2. Mai, also da haben Sie noch eine Weile Zeit. Zu all diesen Themen, alles, was Sie irgendwie Fragen haben, können Sie mich oder den zugehörigen Doktoranden kontaktieren, um nochmal nachzufragen. Gibt es aktuell vielleicht noch Fragen zum Vorgehen, zu Themen, zum dem, was erwartet wird, zu dem vielleicht, was noch unklar sein könnte? Ja? Vielleicht können Sie sagen, also wie sieht die Prüfung dann am Ende aus? Oder wird der Vortrag benotet? Oder so funktioniert das? Ja, die Prüfung sieht so aus, dass wir eine, also es wird, die Prüfung ist eine mündliche Prüfung, die beinhaltet quasi das, was Sie gemacht haben. Also eigentlich ist es so, dass, genau, dass das beinhaltet, was Sie gemacht haben und wie Sie vorgegangen sind. Ja, also das wird bewertet. Also
offiziell. Das, was eigentlich, also was in die Bewertung einfließt, ist das, wie Sie, was eben hier vorne stand, die Ihre Abgaben für das Paper, da ist ja schon viel, da ist ja Ihre eine Hauptarbeit drin, die andere Hauptarbeit ist die Review-Qualität und das hier ist mehr das Format, wie die Bewertung zustande kommt. Also es gibt keine Klausur, es gibt am Ende quasi die Bewertung des schriftlichen Teils und des Reviews. Gut, ja, ich hoffe, dass Sie das Interessante, es ist halt ein neues Modell, ich weiß nicht, ich glaube, sonst gibt es halt nicht so sehr, aber es ist doch eine nette, empfehlenswerte Form, um mal was anderes zu machen und auch nicht nur inhaltlich zu lernen, sondern auch die Prozesse und was fürs wissenschaftliche Arbeiten wichtig ist. Und vielleicht können wir es ja auch hinkriegen, dass Sie dann irgendwie nach Hawaii kommen oder nach Asien, finde ich irgendwie spannender, aber das wäre eigentlich auch mein schöner Wunsch. Okay, ansonsten würde ich mich bedanken. Das nächste Mal findet die Vorlesung wieder hier statt. Es wird, ich glaube, der André wird, genau, ich bin noch ein bisschen unklar, ob das opportunistisch oder die Peer-to-Peer-Netze das nächste Mal gehalten werden. Jedenfalls werde ich nächste Woche nicht da sein. Es geht dann einmal zu dem einen Netzwerk und übernächste Woche zum anderen Netzwerk. Da kriegen Sie den Crashkurs und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Also, aber die Vorlesung nächste Woche findet statt. Gut. Bis dann. Thank you.